Deutschland wartet auf den WM-Pokal. Er wird erstmals seit 1966, seit der Queen wieder von einer Frau übergeben, von der brasilianischen Staatspräsidentin Dilma Rousseff. Schweinsteiger vorweg, der Kapitän Philipp Lahm. Amen. Umarmung mit der Kanzlerin. Shake hands mit dem Bundespräsidenten. Der große Michel Platini. Wolfgang Niersbach. Ein Freudentag für den deutschen Fußball. Für Deutschland. Der Berlesacker. Eingesetzt im WM-Finale. Was gleich passiert. Philipp Lahm, er hat sich diese Szene hunderte Male angeschaut. Er hat Lothar Matthäus den Pokal bekommen. Hat er selbst gesagt. Und gleich steht er mitten in der Realität, nicht in seinem Traum, mit dem WM-Pokal. Jerome Falke, Generalsekretär der FIFA. Heute des Turniers, der Rekordtorschütze, Miro Klose, der Mann, der Deutschland zum Pokal geschossen hat. Und jetzt ist es soweit. Kanzlerin bei den Trainern, man kennt sich, man schätzt sich. Gold für Deutschland. Wolfgang Niersbach hat den Vertrag mit Jogi Löw früh verlängert. Da haben sie pflegt das Vertrauen als Sportdirektor ausgesprochen. Und warum soll Jogi Löw jetzt aufhören? Jetzt nach diesem Erfolg. Man kann doch Europameister werden, aber jetzt ist es soweit. Wir warten auf Philipp Lahm und den WM-Pokal.